Grundsätzlich, wenn Sie als Unternehmen online tätig werden wollen, gibt es unterschiedliche Kanäle, Möglichkeiten, um Sichtbarkeit für das eigene Unternehmen, die Produkte aufzubauen. Es gibt Facebook, es gibt Google, es gibt viele andere Kanäle mittlerweile. Die Palette ist sehr, sehr breit und man muss sich letztendlich als mittelständisches Unternehmen zumindest auf die einen oder anderen Kanäle fokussieren, muss viel testen und schauen, was funktioniert. Ja. Das Fundament für qualifizierte Besucherströme ist das Thema Suchmaschinenoptimierung, organische Reichweiten. Das heißt, wer nicht die üppigen Budgets wie ein Zalando, ein Amazon hat, muss im Grunde genommen sich um das Thema SEO-Suchmaschinenoptimierung kümmern, um wirklich auch nachhaltige Erfolge letztendlich damit aufbauen zu können. Wie hat sich der Suchmaschinenmarkt verändert, beziehungsweise was ist wichtig in dem Zusammenhang zu wissen? Ich möchte Ihnen gleich ein Fallbeispiel aufzeigen, wie wir es geschafft haben, Sichtbarkeit aufzubauen in einem Umfeld, was sehr kompetitiv ist, wo eine große Wettbewerbsdichte herrscht. Und letztendlich ist es so, dass der Suchmaschinenmarkt in der Form verändert hat, dass Google immer häufiger genutzt wird. Also immer mehr Menschen nutzen Google. Ich glaube, es ist Ihnen bewusst, dass keiner mehr die gelben Seiten im Printformat nutzt, wie das vor einigen Jahren noch der Fall war. Immer mehr nutzen Google und gerade bei uns in Deutschland mit einem Marktanteil von über 95% wissen Sie, dass Leute, das haben wir eben auch in der Einleitung gehört, die nach irgendeinem Produkt, nach einer Dienstleistung suchen, Mr. Google fragen. Und das Zweite ist, die Nutzer erwarten immer mehr relevante Suchergebnisse. Das heißt, wenn Sie bei Google nach etwas suchen, haben Sie die Erwartungshaltung, dass Sie auch die gewünschten Ergebnisse möglichst auf den ersten Seiten sehen. Das ist auch der Anspruch, den Google hat, Ihnen möglichst die besten Ergebnisse zu Ihrer Suchanfrage zu liefern. Das nächste ist, das ganze Thema wird immer mobiler. Smartphone, Tablet, muss ich Ihnen nicht erzählen, werden immer relevanter und sind relevanter. Und auch die Suchanfragen und das gesamte Nutzerverhalten verändert sich dahingehend, dass immer mehr Menschen, nicht nur im klassischen Consumer-Bereich, sondern auch im B2B-Bereich, immer mehr auch mobil nutzen. Das vierte ist, Google versucht immer mehr auf den Nutzer einzugehen, zu identifizieren, was der Nutzer für ein Bedürfnis hat, eine Nachfrage generiert. Thema User Intent wird immer wichtiger und immer relevanter. Das heißt, Google versucht sich immer mehr darauf einzustellen, was jeder einzelne Nutzer tatsächlich sucht. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo ich Ihnen das zeigen möchte. Friseur mit der neuen Rechtschreibung und der alten Rechtschreibung. Hier mal die Frage, was glauben Sie, ob Google versteht, dass neue, alte Rechtschreibung hier die gleiche Wortbedeutung eigentlich haben. Wer glaubt, dass Google Friseur relativ gleiche Suchergebnisse ausspielt? Vielleicht noch kurz die Hand hoch. Ja. Wer glaubt, dass unterschiedliche Suchbegriffe oder Suchergebnisse angezeigt werden? Ja, ungefähr pari pari. Ich löse es auf. Sie sehen, die linke Seite, das sind die lokalen Rankings, die immer wichtiger werden. Das heißt, Google versucht zu verstehen, von welchem Ort oder mit welcher Suchintention, das hatten wir eben, der Nutzer nach etwas Bestimmtem sucht, ob es lokal geprägt ist oder auch nicht. Und sehr häufig werden eben, wie Sie sehen, die lokalen Suchergebnisse ausgeführt. Zum Thema Friseur, neue Rechtschreibung, ich habe es eben mal aufgezeigt, sehen Sie sehr viele Suchergebnisse, die sich mit einem Lexika beschäftigen. Und insgesamt, das sehen wir hier, sind 6 von 9 Sucheinträgen, die sich mit dem Thema Rechtschreibung beschäftigen. Jetzt schauen wir uns das mal Friseur der alten Rechtschreibung an. Hier haben wir ebenfalls die lokalen Rankings wieder im Vordergrund auf der ersten Seite. Dann gibt es noch ein paar News, Schlagzeilen. Und dann sehen Sie eine völlig veränderte Darstellung im Vergleich zum vorigen Chart. Das heißt, es gibt noch einen Lexika-Eintrag, alles andere sind Sucheinträge, die sich wirklich mit dem Thema Friseur beschäftigen. Ja? Und hier ist eigentlich genau das andere, das Gegenteil der Fall. 7 von 9 Suchergebnissen beschäftigen sich tatsächlich mit dem Thema Friseur. Was heißt das? Google diversifiziert immer mehr die SERPs. SERPs, für all diejenigen, die den Begriff nicht kennen, sind die organischen Listings bei Google. Das heißt, es wird immer individueller. Ich habe es eben anfangs gesagt, das Thema User Intent nimmt immer mehr Einfluss, ist immer ganz, ganz wichtig.
Das heißt, um sich differenzieren zu können, um eben die einzelnen Phasen, die einzelnen Bedürfnisse entsprechend befriedigen zu können, geht es darum, sogenannten userzentrierten Content zu schaffen bzw. den Content so zu entwickeln, dass er für die unterschiedlichen Phasen relevant ist. Sie wissen, die Reise des Kunden, auch Customer Journey genannt, ist extrem in die Breite gezogen worden. Es gibt immer mehr sogenannte Touchpoints, Social Media Kanäle, Google und. Und es ist wichtig, sich darauf einzustellen, dass man für diese unterschiedlichen Phasen als Unternehmen auch Inhalte bereitstellt. Das muss nicht immer in Textform sein, das kann auch als Video oder als sonstige Form sein. Ich habe mal ein paar Beispiele mit aufgeführt, ob ein White Paper, ein E-Book oder was auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sehr häufig, und da möchte ich jetzt das Thema einleitend, es geht um Content in Zusammenhang mit Sichtbarkeit, ist es wichtig, dass man nicht Inhalte, und da meine ich jeden Inhalt, der bei Ihnen auf der Webseite ist, einfach nur aus dem Bauch heraus entscheidet und produziert, sondern auf die richtige Analyse und Vorbereitung kommt es an. Lieber sich mehr Zeit nehmen, zu recherchieren, zu schauen, was ist das Richtige, damit ich auch wirklich qualifizierte Besucher und Sichtbarkeit generieren kann. Zum einen geht es darum, Sie brauchen eine Strategie und ein Konzept. Da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Wir haben nicht so viel Zeit, als dass man das jetzt ausführlicher thematisieren kann. Ganz wichtig ist, und deswegen habe ich diese Punkte aufgenommen, bevor Sie Inhalt schreiben, sich nochmal Gedanken über die eigene Zielgruppe zu machen. Segmentieren Sie die Zielgruppe sehr eng. Wenn Sie unterschiedliche Produkte haben, wenn Sie unterschiedliche Zielgruppen für Ihre Dienstleistungen haben oder was auch immer, ist es wichtig, sich genau zu informieren, Gedanken zu machen, wie die Ansprache erfolgen soll. Ist es die junge Generation, die ich eher duze? Sind es Architekten oder andere Dinge? Das ist also wichtig, dass Sie sich hier im Vorfeld Gedanken machen. Was sehr häufig nicht gemacht wird, und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn man Inhalte produziert, sollte man sich Gedanken über die Ziele machen. Was möchte ich damit erreichen? Soll mein Inhalt, mein Content abverkaufen? Soll er informieren, also eher informativen Charakter haben? Wichtig ist, dass Sie sich vornehmen und genau überlegen, was soll Ihr Content letztendlich leisten? Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Einmal so ein Beispiel, was den indirekten Abverkauf angeht. Zalando macht das sehr, sehr schön. Verkauft nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch in einem Blog, wo Nutzer über ihre Story erzählen, über ihr Outfit, wenn sie ein Date haben, wenn sie in die Disco gehen oder sonst was. Und einfach über eine schöne Storytelling wird dann im Anschluss unter dieser Geschichte die Produkte angezeigt, über die man gesprochen hat. Indirekter Abverkauf. Dann gibt es auch die Variante, dass ich einen Ratgeber habe. Also wenn ich Unternehmen bin und habe keinen Online-Shop, ich muss nicht immer online verkaufen, um online sichtbar zu sein und davon profitieren zu können. Sondern ich kann Ratgeber erstellen, ich kann Checklisten bauen, kann letztendlich Service-Kundenbindung forcieren. Also es gibt unterschiedliche Ziele. Die Vorbereitung ist das A und O, das habe ich gesagt. Und fangen Sie mit einer Keyword-Recherche an. Was ist das? Wir haben das unverschämte Glück, und das ist anders als im Printbereich oder im TV-Bereich, wir können uns sehr umfangreich informieren. Machen Sie auch ein Benchmarking, also schauen Sie sich diese Begriffe, die Sie identifiziert haben, sehr gut an. Wir haben das eben in dem Beispiel Friseur gesehen. Es gibt unterschiedliche Suchergebnisse. Es ist noch lange nicht gesagt, wenn das Keyword das suggeriert, was ich mir hier vorstelle, dass ich auch die gewünschten Ergebnisse finde. In dem Chart sehen Sie zum Beispiel ein Beispiel gelbe Sneaker und Sie haben jetzt vielleicht einen Blog und wollen also eine informative Seite und haben das Ziel, den Anspruch, auf Seite 1 zu kommen. Jetzt sind aber da 10 Suchergebnisse, die einen Shop haben. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie hier durchdringen mit einer informativen Seite, weil Google scheinbar verstanden hat, dass es hier, wenn der Nutzer nach gelben Sneakern sucht, um Abverkauf geht. Er möchte ein Produkt kaufen und nicht sich informieren. Das heißt, er ist in der Customer Journey schon wesentlich weiter. Das ist wichtig, dass Sie das genau vorher identifizieren und sich tatsächlich auch anschauen, um was es da geht. Dann gibt es einen Algorithmus, der schimpft sich WDF, IDF. Dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte Termplatzierungen zu analysieren. All das kann man analysieren, das müssen Sie nicht manuell machen, da gibt es Tools für.
Und jetzt kommen wir zu der Case Study. Also ein Beispiel, was wir angegangen haben. Wir haben eine Testseite, wir haben ein Keyword identifiziert, digitales Unternehmertum, könnt ihr gerne auch mal reinschauen oder auch bei Google eingeben. Papierloses Büro. Ein Keyword, was bei Google einen recht hohen Wettbewerb hat, ca. 70%. Das Suchvolumen bei Google, und das zeigt mir auch ein solches Tool, das heißt, ich kann gucken, ob das Keyword überhaupt relevant ist, liegt bei ungefähr 2.000 im Monat. Und der CPC, also wenn ich das entsprechend bei Google in eine kommerzielle Werbung investieren würde, müsste ich roundabout 3,80 Euro ausgeben pro Klick. Ja? Und was habe ich gemacht? Wir haben es erstmal analysiert, wie sind die SERPs, haben wir eben gesehen. Da steht eine Wikipedia, da steht eine Wirtschaftswoche, da steht eine T3N. Also alles renommierte, namenhafte Firmen. Und erstmal vom Grundsatz her relativ schwer, würde man meinen, auf Position 1 oder vielleicht auf Position 2 oder 3 zu kommen. Was haben wir gemacht? Ziel war also, besseren Inhalt zu produzieren als die Seiten, die da vorne sind. Denn die haben einen Trust-Vorsprung. Also das Thema Brand ist für Google ganz wichtig. Aufbau einer Marke. Und hier habe ich vielleicht als Brand den Vorteil, wenn ich nicht den perfekten Content schreibe, dass ich trotzdem, zumindest Stand heute noch hier und da, besser gerankt werde als andere Seiten, die vielleicht einen etwas besseren Inhalt haben. Das heißt, als Ziel musste es sein, eine Seite, die eigentlich nicht bekannt war zum Thema papierloses Büro, den Inhalt so zu gestalten, dass ich besser bin und Google das auch versteht. Das Ergebnis ist, wir haben einen Artikel geschrieben, der hatte in der Ausgangssituation rund 2000 Wörter. Es sind zwei Videos in dem Artikel integriert worden, ein Video, das selbst produziert wurde, da ging es darum, häufige Fehler im Umgang mit dem papierlosen Büro aufzuzeigen, und dann ging es auch noch im Rahmen des papierlosen Büros, welchen Scanner man vorzugsweise dafür verwenden kann. Dann habe ich eine Infografik gebaut. Ja, Grafik, wichtig. Ja. Wer weiß, bei Google in den organischen SERPs ist nicht nur Text, sondern auch immer mehr Bilder und Videos werden angezeigt. Also füttere ich Google entsprechend auch mit Grafiken. Dann habe ich noch zwei weitere Grafiken hinzugenommen. Ich habe mal ein halbes Dutzend Backlinks gesetzt, bin mal ins ein oder andere Forum gegangen oder in den Blog und habe entsprechend Links zu dem Artikel gesetzt, die passten, und zu guter Letzt auch einen Podcast produziert zu dem Thema. Das heißt, ich habe eigentlich eine ganze Bandbreite an Medien genutzt. Und herausgekommen ist dann dieser Artikel mit dem Inhaltsverzeichnis. Sie sehen das, der ist relativ lang geworden, aber hat halt alle Elemente letztendlich dabei. Jetzt mal die Frage, Sie sehen jetzt das Ergebnis, papierloses Büro, steht die Seite auf Position 1, darunter ist der Wikipedia-Artikel, der eben noch auf Position 2 war, und darunter ist von der Wirtschaftswoche ein Artikel. Jetzt mal die Frage an Sie, sehen Sie einen Unterschied zwischen diesen drei Anzeigen bzw. organischen Listings bei Google? Fällt Ihnen da irgendwas auf? Genau, ja, das ist der große Unterschied. Die hat eine Erweiterung oder eine größere Präsenz als die anderen. Wie habe ich das gemacht? Oder hier gibt es zum einen das Thema strukturierte Daten, ist ein Punkt. Aber in dem Fall erinnern Sie sich an mein Inhaltsverzeichnis. Meine Seite hatte ein Inhaltsverzeichnis. Und Sie sehen jetzt, dass Google aus dem Inhaltsverzeichnis diese Punkte heraussiziert hat. Und damit auch ein Testing angestoßen hat. Google testet das. Mal steht Vorteile papierloses Büro da, mal steht ein anderer Bereich da. Das heißt, Google versucht hier, genau wie das mit dem User Intent ist, immer wieder zu testen, welche Variante hat die bestmögliche Klickrate, also scheinbar die schnellste Lösung für die Suchanfrage. Und das ist nicht nur, und das ist nur ein Beispiel, für die Google sehr gut, sondern auch für das Nutzungsverhalten mobil. Wer liest sich schon einen Artikeltext, der 3000 Wörter lang? Wichtig ist, dass man es misst, dass man sich Gedanken macht, die Vorbereitung da ist, dass man die Performance-Daten im Auge hat, die einem die verschiedenen Tools liefern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Hier sehen Sie als Beispiel unser Tool. All das, was ich Ihnen eben gesagt habe mit den Analysen, das müssen Sie nicht manuell machen, sondern da gibt es ein Tool für. Da hilft Ihnen ein Tool, ob das unseres ist oder ein anderes, völlig egal. Sie müssen nicht in der Tiefe dieses fundierte Wissen haben. Diese Analysen werden Ihnen abgenommen. Wichtig ist nur, dass Sie es machen. Ob Sie es händisch machen, ob Sie es mit Tool machen, eher nicht zu empfehlen, ist dabei völlig egal. Das heißt, Sie kriegen angezeigt,
Welche W-Fragen nutzt der Wettbewerb? Welche Themen, welche Terme, also Keywords, sollten in welcher Variante, mit welcher Relevanz im Inhalt vorkommen? Sollten die in der H-Überschrift stehen, im Snippet? Sie kriegen also hier unterstützende Maßnahmen, wie Sie Inhalte so produzieren können, dass Sie nicht nur für die Zielgruppe, und das machen Sie in erster Linie, Sie produzieren Inhalte für die Zielgruppe, nicht für Google, aber dass Sie für Google ebenfalls konform sind. Kommen wir zu einem Fazit. SEO und die Verzahnung zu Content wird immer relevanter, immer wichtiger. Content ist ein wichtiger, gewichtiger Ranking-Faktor bei Google und ich habe Ihnen einen Weg gezeigt, wie man Sichtbarkeit aufbauen kann. Es gibt aber viele andere Wege und es macht natürlich nicht immer Sinn, diesen Weg zu wählen, aber es ist, glaube ich, wichtig und das wollte ich Ihnen mitgeben, dass man hier mit einem Plan an das Thema rangeht. Und gerade bei vielen mittelständischen Unternehmen wird das Thema SEO-Content stiefmütterlich behandelt. Aus dem eben genannten Grund, Sie haben die Kurve gesehen, es passiert erstmal lange nichts. Also das heißt, Sie müssen erstmal initial investieren und dann schauen, wie ist die Entwicklung. Und das geht nicht immer in 2 Monaten. Es kann auch schon mal sein, dass das 5, 6, 7, vielleicht sogar auch 12 Monate dauert, bis Ergebnisse wirklich entsprechend sichtbar sind. SEO ist nicht nur das Fundament, sondern ein wichtiger Kanal und letztendlich ist das Thema Content und SEO immer enger verzahnt und im Verhältnis meistens auch viel günstiger. Wenn Sie es nicht schaffen, und deswegen ist die SEO in Kombination auch mit SEA oder anderen Marketingkanälen, also der Marketingmix sehr sinnvoll, Sie haben ja nicht in allen Bereichen Sichtbarkeit. Und SEO, haben wir eben gelernt, ist ein langfristiger Prozess oder ein mittelfristiger Prozess. Um kurzfristig Sichtbarkeit aufbauen zu können, gibt es natürlich dann andere Marketingkanäle wie SEA, also Google Ads, die kommerzielle Variante, wo man sich kurzfristig Sichtbarkeit einkaufen kann, aber immer nur so lange, wie auch oben entsprechend ein Budget, Werbebudget in den Topf gegeben wird. Im SEO-Bereich ist das anders. Wenn man ein... Ja. Vielen Dank für die Sendung.